Viel Rauch, aber keine Schadstoffe. Der Großbrand in Waiblingen hat am Morgen viele verunsichert. Mittlerweile gibt es Entwarnung, aber was hat es denn mit den Explosionsgeräuschen auf sich? 5 Minuten mit Micky Krause. Wir treffen den Ballermann-Star vor seinem Auftritt auf dem Stuttgarter Frühlingsfest und wollen mal wissen, ob diese Frisur wirklich sein Ernst ist. Und powern für die Party. Die Männer der SG BBM Bietigheim wollen am Freitag den Aufstieg in die Handball-Bundesliga perfekt machen. Damit herzlich willkommen. Hier ist Ihr Journal bei RegioTV. Diese riesige Rauchwolke haben heute Morgen viele auch aus einigen Kilometern Entfernung am Himmel gesehen. Sie ist bei einem Großbrand in Waiblingen entstanden. Dort ist gegen 9.30 Uhr ein Feuer in einem Recyclingbetrieb ausgebrochen. Anfänglich war sogar von Explosionsgeräuschen die Rede. Es war halt einfach Verpuffungen von Spraydosen oder sowas, die hier noch mit drin waren. Aufgrund der starken Rauchentwicklung hatte die Polizei großräumig dazu aufgerufen, Fenster und Türen zu schließen. Eine durchgeführte Luftmessung bringt dann aber schnell Entwarnung. Aus der Sicht des Fachberaters Chemie keine gefährliche Konzentration. Und auch sonst gab es bei dem Brand glücklicherweise keine Verletzten. Die Halle allerdings ist komplett zerstört. Um das Thema Komasaufen ist es in vergangener Zeit zumindest gefühlt etwas stiller geworden. Aber dennoch sind allein in Baden-Württemberg im Jahr 2016 etwa 2800 Jugendliche nach Alkoholexzessen im Krankenhaus gelandet. Mit der Aktion Bund statt Blau will eine Krankenkasse Jugendliche dazu auffordern, sich nun mit diesem Thema bewusst auseinanderzusetzen. Bilder wirken manchmal besser als Worte. Plakate wie diese zeigen, Komasaufen ist richtig gefährlich. Bilder, die nicht von irgendeiner Alkoholpräventionsstelle kommen, sondern von Jugendlichen im Rahmen des bundesweiten Plakatwettbewerbs Bund statt Blau. In Stuttgart wurde heute der Landessieger gekürt. Sebastian Mühlmann aus Nagold machte dabei das Rennen mit diesem Plakat. Da baut man den Lebensweg sich und da ist dann noch so ein Kran drauf. Das soll aussagen, dass der Lebensweg immer weiter gebaut wird. 2 weiße Balken an den Seiten dienen zum Schutz gegen den Alkohol auch. Sebastian zeigt mit dem Plakat, dass er sich intensiv mit dem Thema Alkoholmissbrauch auseinandergesetzt hat. Genau das ist die Strategie, die hinter dem Wettbewerb steckt, die eine Krankenkasse nun zum 8. Mal veranstaltet. Das erste ist die Frage, dass man sich Gedanken machen muss, welche Konsequenzen hat der Alkoholmissbrauch. Das zweite ist die Wahl eines Bildmotivs. Wie kann ich die Gedanken, die ich habe, dann auch künstlerisch umsetzen? Die dritte Phase ist im Grunde genommen dann tatsächlich das Bild zu erstellen. Und so betreiben die Jugendlichen quasi in eigener Sache Präventionsarbeit gegen Komasaufen. Ein Ansatz, der auch dem Sozialminister Manelucha gefällt. Alles, was nicht mit dem erhobenen Zeigefinger daherkommt und somit den Zugang zu diesem Thema ebnet, ist ein großer Gewinn. Über 500 Plakate haben die Schüler allein in Baden-Württemberg eingereicht. Heraus kam viel Kreatives, ganz nach dem Motto Bund statt Blau. Als Belohnung gab es dann jede Menge Cocktails, natürlich ohne Alkohol. Jetzt fällt es mir in der Tat schwer, von 0 Promille zum nächsten Beitrag zu kommen, denn es geht aufs Stuttgarter Volksfest und dann auch noch zu einem echten Ballermann-Star, zu Micky Krause. Der hat in Grandels Hofbräuzelt für richtig Stimmung gesorgt und da ist mit Sicherheit auch ein bisschen Gerstensaft geflossen, aber bestimmt nicht, weil seine Musik nur so zu ertragen ist. So krank immer, wenn der da ist. Die Rede ist von Micky Krause. Gemeinsam mit rund 4000 Feierwütigen lässt es der Ballermann-Star gestern Abend auf dem Stuttgarter Frühlingsfest ordentlich krachen. Diese Veranstaltung gehört definitiv mit zu den besten im ganzen Jahr. Und wenn man Anfang Mai schon wieder die Mädels im Dirndl sieht und man darf dabei arbeiten, es gibt nichts Schöneres. Mit im Gepäck seine neue Single Für die Ewigkeit. Was ist denn eigentlich für die Ewigkeit? Freundschaft, glücklich sein, das sind so Dinge, die sind für die Ewigkeit. Ewigkeit ist wohl auch ein gutes Stichwort, wenn es um Mickys zweites Zuhause geht. Der Megapark auf Mallorca. Der berühmte Partytempel steht wegen möglicher Schließung aktuell in den Schlagzeilen. Ich lasse mich nicht beunruhigen, es gibt ja so viele Geschichten. Ich überzeuge mich vor Ort von dem, was gerade funktioniert.
ich kann dir nicht sagen, ob der Megapark in 4 Wochen noch auf hat. Ich kann dir auch nicht sagen, ob der Megapark noch bis Oktober offen hat. Micky Krause sieht das also ganz gelassen. Doch jetzt mal ehrlich, was ist das eigentlich für ein grausiger Mob auf seinem Kopf? Also Perücken habe ich gar nicht, es ist alles echt. Wie oft wäschst du die? Meine Haare wasche ich wie jeder andere, also auch mindestens einmal im Monat. Humor hat er ja, der Micky. Doch hört der Spaß eigentlich auf, wenn jemand anderes einen Mega-Hit landet? Kollege Almklausi stellt schließlich mit Mama Lauda aktuell gefühlt alle Party-Songs in den Schatten. Ich bin nur neidisch, dass es Almklausi ist. Ansonsten finde ich das super. Nein, also Almklausi ist ja wirklich jemand, der hart an seinem Erfolg gearbeitet hat. Es ist definitiv für mich ein großer Mallorca-Hit. Doch auch die zahlreichen Hits von Micky Krause sind und bleiben ein Dauerbrenner auf dem Stuttgarter Frühlingsfest. Letzte Woche haben wir Ihnen diese 4 Jungs von der Feuerwehr Frickenhausen vorgestellt. Da haben sie noch intensiv für den Firefighters Dare Run trainiert. Unter der Zeit vom Vorjahr wollten sie bleiben und nicht allzu weit hinten landen. Tja, dann schauen wir doch mal, ob das geklappt hat. Die Jungs haben uns Material aus Berlin mitgebracht. Auf geht's! Schweißtreibend, anstrengend, kräftezerrend. Und trotzdem sind die Jungs der Feuerwehr Frickenhausen überglücklich. Beim Firefighters Dare Run in Berlin haben sie die 770 Stufen in 8 Minuten 46 erklommen. Macht Platz 50. Neuer persönlicher Rekord für das erste Team der Schwaben. Und auch das zweite Team aus Frickenhausen verbessert seine Zeit vom letzten Jahr. Insgesamt nahmen beim Wettkampf über 400 Teams aus aller Welt teil. Ja, starke Leistung. Und das trifft auch auf die Handballer der SG BBM Bietigheim in dieser Saison zu. Die können am Wochenende den Aufstieg in die erste Liga klar machen. Aber vor der großen Party muss natürlich noch ein bisschen geschuftet werden. Dazu gleich mehr bei uns. Herzlich willkommen zurück. So langsam dürfen die Handballer der SG BBM Bietigheim den Aufstiegssekt schon kalt stellen. Nur ein Sieg fehlt noch, dann spielen die Jungs wieder erstklassig. Und das sollte bei 4 noch ausstehenden Spielen doch durchaus möglich sein. Aber am besten holen sie den natürlich gleich am Freitag beim Heimspiel gegen Emstetten. Und vielleicht helfen diese Bilder ja für den letzten Motivationsschub. Fast genau 4 Jahre sind diese Bilder jetzt alt. Damals gelingt den Handballern der SG BBM Bietigheim erstmals in der Vereinsgeschichte der Aufstieg in die erste Bundesliga. Ein Jahr später geht es allerdings auch schon wieder eine Etage tiefer. Jetzt steht das Team von Trainer Hartmut Meierhofer ganz dicht vor dem erneuten Aufstieg. 4 Spiele stehen noch aus und daraus braucht die SG BBM noch 2 Punkte. Und die will Bietigheim am besten gleich am Freitag holen im Heimspiel gegen Emstetten. Die Aufgabe wird sicherlich nicht einfach. Emstetten ist eine Mannschaft, die vor 2 Wochen gegen Schwartau auswärts gewonnen hat. Die haben die Saison noch lange nicht abgeschenkt und entsprechend müssen wir gewappnet sein und dafür wollen wir uns entsprechend gut vorbereiten. Und die Spielvorbereitung in der Endphase einer Saison ist gar nicht so einfach. Denn so ein Zweitliga-Jahr zehrt ganz schön an der Substanz. Die Trainingssteuerung ist momentan der entscheidende Faktor. Wir haben ja einige Spieler, die angeschlagen sind. Man muss einfach die Balance finden zwischen Belastung und Reha-Maßnahmen für die angeschlagenen Spieler. Ich glaube, dass wir da mit der medizinischen Abteilung eine sehr, sehr gute Kommunikation haben, die auch wirklich einen sehr, sehr guten Job machen. Und ich hoffe, dass wir bis auf Jotti Arifopoulos, der nicht mehr spielen wird, der hat sich den Finger gebrochen, hoffentlich wieder am Wochenende alle dabei haben können. Mithelfen können und sollen natürlich auch die Fans. Und damit möglichst viele zum Spiel um den Aufstieg kommen, kosten die Tickets ab sofort nur noch 7,43 Euro. Man merkt natürlich auch die Euphorie im Umfeld und ich hoffe, dass noch mehr da sein werden am Freitag, die uns mindestens genauso gut unterstützen, wie es bisher der Fall war. Wir brauchen das, ja. Wir leben von dieser Euphorie, wir leben von dieser Unterstützung. Wir sind eine junge Mannschaft und das ist für uns immer ganz elementar. Hartmut Meierhofer verlässt Bietigheim zum Saisonende und möchte sich unbedingt mit dem Aufstieg verabschieden. Das wäre definitiv ein Traum, das wäre fantastisch, ich glaube für jeden von uns. Aber noch ist es nicht so weit, noch brauchen wir diesen Sieg und den wollen wir möglichst am Freitag holen.
Spielbeginn in der EG Trans Arena ist um 19.30 Uhr und vielleicht gibt es dann ja auch wieder was zu feiern. Ja, da gehen wir doch mal fest von aus. Auch wir haben diese Woche kräftig gefeiert, und zwar unseren Medienpreis für unser Kulturmagazin Puls. Aber die Kollegen haben den Alkoholpegel wieder auf Null gesenkt und besuchen heute die Schriftstellerin Marion Kinzig. Die hat ein Kinderbuch geschrieben, komplett auf Schwäbisch. Ich habe da die erste Geschichte mal versucht, in Hochdeutsch zu schreiben. Es ist nicht gegangen. Ja, das wäre nichts gewesen. Weil der Witz, den diese Figur verkörpert, den kann man bloß auf Schwäbisch rüberbringen. Tja, wenn so ist, davon lassen wir uns natürlich gerne überzeugen, wie immer stündlich um 19:15. Und damit darf ich auch schon Danke fürs Zuschauen sagen. Das Einzige, was noch fehlt, ist der Blick aufs Feiertagswetter. Aber die schlechten Nachrichten sollen die Kollegen aus der Wetterredaktion übernehmen. Wir sehen uns dann am Freitag wieder. Bis dahin einen schönen Abend noch und einen erholsamen Feiertag. Guten Abend, ich begrüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Nach vielen sonnigen und trockenen Tagen wird es jetzt pünktlich zum Feiertag deutlich wechselhafter, denn es ziehen im Tagesverlauf von West nach Ost kräftige Schauer und Gewitter übers Land. Teils können da Sturmböen, Starkregen und auch Hagel mit von der Partie sein. Also bitte aufpassen, die Sonne zeigt sich dabei eher selten und die Temperaturen sind auch nicht mehr wirklich sommerlich. Wir haben Höchstwerte von maxima 14 bis 21 Grad. Erst am Nachmittag und Abend, da lockert es dann von Westen so langsam etwas auf und es wird ein wenig trockener. Auch in der Region rund um Stuttgart bleibt es wechselhaft mit Schauern und Gewittern und Temperaturen von maximal 20 Grad. Aber der Brückentag und der Samstag, die sehen freundlich und trocken aus, bevor es wieder wechselhafter wird.